Ruhe hier im Hundehotel in Kornwestheim. Und hier, das Hotel platzt eigentlich schon aus allen Nähten. Insgesamt 25 Hunde werden hier Silvester verbringen oder feiern. Und Herr Wulff, Ihnen gehört ja, Ihnen gehört das Hotel hier und Sie haben das Konzept entwickelt. Warum ist es denn so wichtig, dass Hunde irgendwie Ruhe haben und unter sich sind an Silvester? Ja, Silvester ist ja nur einmal im Jahr, nicht? Und da wird es dann laut und die Raketen, Lichtblitze, alles Dinge, die der Hund nicht kennt. Alles, was er nicht kennt, das macht ihm Stress. Und nicht jeder Hund ist so schussfest wie jetzt ein Jagdhund. Und deswegen sagen wir mal so, unser Konzept ist, die Hunde tagsüber schön zu bespielen und dann freuen die sich auf den Abend, wenn die bei uns in die Zimmer kommen. Okay. Und was erwartet sie denn dann also am Abend oder wie ist so das Programm den Tag über? Ja, also wichtig ist für uns ein schöner, müder Hund, der bekommt abends ein richtiges Silvestermenü. Wir kochen Huhn und Reis in ausreichender Menge für jeden Hund. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, das schmeckt wirklich jedem Hund. Dann kommen die auf die schön warmen Zimmer, hat jeder sein Sofa. Es gibt klassische Musik und die hören von diesem Geballer draußen überhaupt nichts, sondern die schlafen richtig über die Silvesternacht hinweg bis zum nächsten Morgen. Das hört sich auf jeden Fall gut und gemütlich an. Und wie es drin ausschaut, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. In diesem Hundehotelzimmer steigt dann am 31.12. die tierische Party. Herr Wulff, wie viele Hunde haben denn hier Platz? Also die sind jetzt zu dritt, aber es kommt noch ein vierter Hund dazu und das ist dann gerade die richtige Größe, um Silvester schön angenehm zu verbringen. Und in diesem Zimmer wird dann gegessen und danach werden die Jalousien runtergelassen, das Licht etwas abgedunkelt und dann bekommen die Hunde folgende Musik zu hören, die Sie jetzt auch im Hintergrund hören. Und die Musik, da haben Sie sich was Besonderes gedacht, Herr Wulff. Was steckt denn da dahinter? Also das ist klassische Musik. Und nebenbei ist immer noch ein Sprecher, der irgendetwas Wirres, schön monoton spricht, immer abwechselnd mit der Musik. Und das ist für die Hunde beruhigend und das ist wie zu Hause, als wenn Herrchen oder Frauchen irgendwas zum Hund sagt, nicht? Passt gut. Ja, vielen Dank, Herr Wulff, dass wir hier bei Ihnen mal reinschauen durften. Ja, zu Hause ist ein gutes Stichwort. Also wenn ich mir vorstelle, man kann hier spielen, gemütlich essen, schön mit klassischer Musik dann einschlafen, das klingt wie ein perfekter Silvesterabend, nicht nur für den Hund. Ich könnte mir das auch vorstellen.